Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute eine kurze Einführung geben. Wie kann man Teilbarkeitsregeln in anderen Stellenwertsystemen anwenden? Wenn wir jetzt hier diese Beispielaufgabe haben, ist 3, 4, 5, 8 zur Basis 9 durch 3 und 4 teilbar. Steht hier begründet mit Teilbarkeitsregeln. Das erste, was ihr machen müsst, ist zuordnen, welche Regel überhaupt geht. Dafür male ich immer so eine Art Hilfsspitze, die soll bei Zuordnung helfen. Ich zeige euch auch gleich, wie die funktioniert. Und dann gilt, ist die Zahl, durch die wir die Teilbarkeit untersuchen wollen, ein Teiler dieser grünen Hilfszahlen, dann kann man die entsprechende Regel anwenden. Also was ist bei uns die Basiszahl b? Bei uns ist die Basiszahl b ist 9. Das ist der Wert, der ganz oben steht. Und jetzt gehen wir hin und machen hier diese drei Pfeile da weg. B minus 1 ist 9 minus 1 ist 8. Dann b ist 9 und Basiszahl plus 1 ist 10. Das sagt mir dann, ob ich Quersummen, Endstellen oder alternierende Quersumme anwende. Jetzt müssen wir gucken, wir wollen es erstmal untersuchen, die Teilbarkeit durch 3. Jetzt muss ich gucken, die 3 passt in welche von diesen Hilfszahlen rein. Wir sehen zum Beispiel, dass die 3 teilt die Hilfszahl 9. Das sagt uns, für die Teilbarkeit durch 3 können wir die Endstellenprobe nehmen. Kürze ich jetzt ab mit ES. So, wie funktioniert die Endstellenprobe? 3, 4, 5, 8 im 9er System. Jetzt die Endstelle. Die letzte Stelle ist die 8. Jetzt müssen wir gucken, ob 3 ein Teiler von der 8 ist. Aber wir sehen, 3 teilt die 8 nicht, also sie teilt sie nicht glatt. Also können wir sagen, 3 teilt nicht die Zahl. Und wenn ich jetzt die Zahl meine, dann meine ich den Wert, der hier oben steht. So, Achtung, manche Dozenten wollen jetzt, dass er noch eine ausführliche Begründung schreibt, warum er diese Teilbarkeitsregel nimmt, weil den Baum alleine könnte er nicht machen. Dann schreibt er hin, Teilbarkeit durch 3 nehmen wir die Endstellenprobe, da 3 ein Teiler der Basiszahl ist. Und manche Dozenten wollen dann auch, dass er die Zwischenrechnung im anderen Stellenwertsystem macht, ist aber nicht zwingend notwendig, weil das eigentliche Endergebnis, ob die Zahl dadurch teilbar ist oder nicht, bleibt das gleiche. Jetzt gucken wir uns noch an, ob das Ganze durch 4 teilbar ist. Dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder neu überlegen. Die 4 passt in welche von diesen Hilfszahlen da oben rein? Also wohl angemerkt, ich gucke mir jetzt erstmal nur die hier an. Das ist nur die Entscheidung für welche Probe brauche ich. Dann kann ich mir jetzt hier überlegen, okay, die 4 passt in die 8 rein. Also 4 teilt die 8. Also können wir die Quersummenregel nehmen. Also können wir uns einmal notieren. Teilbarkeit durch 4. Nehmen wir die Quersummenregel. Wie geht die Quersummenregel nochmal? Das heißt, wir nehmen alle Werte, die hier stehen, rechnen sie mit Plus zusammen. Das heißt, 3 plus 4 plus 5 plus 8 sind 7, 12, 20. Dann die 4 sollten wir untersuchen. Jetzt ist aber so, die 4 teilt die 20 glatt. Also folgt auch, dass 4 teilt die Zahl. Jetzt seid ihr im Endeffekt fertig. Wenn ihr noch mehr zu diesen ganzen verschiedenen Teilbarkeitsregeln wissen wollt, ich verlinke euch unter dem Video nochmal eine Playlist, wo ihr euch alle möglichen Regeln nochmal angucken könnt. Im Großen und Ganzen das Vorgehen ist, dass wir uns erst überlegen müssen,
Welche Teilbarkeitsregel nehmen wir? Das machen wir mit Hilfe von diesem Baum hier quasi. Dann ordnen wir jetzt so, welche Regel wir nehmen. Dann bilden wir diese Hilfszahl aus der Regel. Und wenn dann die Zahl, durch die wir die Teilbarkeit untersuchen sollen, diese Hilfszahl teilt, teilt es auch die Zahl, die am Anfang gestanden ist. Wenn sie die nicht teilt, dann nicht. Jetzt gucken wir uns noch ein Sonderbeispiel an, wo eine Fehlerquelle drin ist, wo man schnell drüber stolpern kann. Ist das hier durch das teilbar? Und wenn wir jetzt wieder hingehen, diese Hilfsspitze zeichnen an der Geschichte. Dann haben wir Basiszahl ist 12, hier sind meine Hilfszahlen. Jetzt müsste ich ja gucken, die 10 passt in welche von den Zahlen rein. Und die 10 passt nicht in die 11, die 10 passt nicht in die 12, die 10 passt nicht in die 13. Das stimmt hier nicht. Das Problem ist im Endeffekt, dass ihr darauf achten müsst, dass die Zahl, durch die ihr teilt, auch in meinem Zehnersystem sein müsste, damit ihr diese Spitze richtig anwenden könnt, weil die Werte sind ja alle im Zehnersystem. Also müssten wir erstmal hingehen und diese Zahl überhaupt umrechnen. Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, wie man Zahlensysteme umrechnet, dazu verlinke ich euch am Ende von dem Video nochmal ein Video. Wir schreiben uns hier die Stellenwerte hin, beginnt hin von 1. Das ist die 12er Stelle. Das ist dann 1 mal 12 plus 0 mal 1. Also, oh, das wäre in Wirklichkeit 12. Und jetzt gucken wir, 12 ist ein Teiler von welcher Zahl? 12 teilt die 12. Also hier würde jetzt korrekterweise die Endstellenregel nehmen. Achtet darauf, wenn ihr die Teilbarkeitsregel durchführt, dass es auch ein Zehnersystem ist, bevor ihr die Entscheidung trifft. Woher weiß ich das? Naja, wenn hier keine Klammer außenrum wäre, wäre es ein Zehnersystem, so wie bei dem Beispiel gerade eben. Oder ihr nehmt die Zahlen, rechnet sie hier einfach immer sicherheitshalber um, wenn da eine andere Basiszahl als 10 dran steht. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich, im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.